Heute beobachten wir die Störche in ihrem natürlichen Habitat in Tansania, wo sie am Ende vom Sommer anfliegen und dort ganz neue Feinde, wie zum Beispiel der Panther, müssen abwehren, was sie da offensichtlich erfolgreich haben können machen. Sie spazieren da ganz friedlich in der Steppe umeinander auf der Suche nach Würm, Frösch und Käfer, damit sie so ein schönes Gefieder bekämen, wie man da auf einmalige Art und Weise kann sehen. Da, der Panther mit seinen kriegen giftig leuchtenden Augen hat ihn schon ins Visier genommen. Er schlicht sich an. Er hat nämlich schon einen von diesen Störchen ins Visier genommen und düsselt jetzt da übers Feld. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann gerade Zeugen von einem brutalen Kampf. Aber er hat sich's anders überlegt. Wahrscheinlich, und das sieht man ja auch, ist er schon voll gefressen und hat gar keinen Hunger. Vorsicht, Töff! Du bist mit Mucke von der Router. Da, in dieser Burg oben, wohnen die verzauberten Prinzen, die das Zauberwort vergessen haben, um sich wieder in Menschen zurückzuverwandeln. Seit Jahren stolzieren sie da um und hirnen an dem Zauberwort um, aber es kommt ihnen nicht in den Sinn. Und so warten sie noch lang da oben ehre. Da fliegen sie dahin. Auf Wiedersehen. Goodbye. Arrivederci. Nummer 4 hat es auch geschafft und gekauft. Auf nimmer Wiedersehen. Tschüss.
Morgengrauen, in aller Herrgottsfrieni, sitzt der Milan auf dem Baum und schaut, wo sein nächstes Opfer könnte sein. Hier sehen wir das Rotschwänzli, am Morgen früh auf der Wiese geht. Es hat sich schon ein kleines Wähneli in uns verliebt. Und er hat auch schon auf dem Storenkasten oben geschlafen. Da sehen wir einen Gang von Spatzen. Jungspatzen, die im Frühling geschlüpft sind. Und jetzt ohne Scheu da im Garten des Nachbars sich versammelt haben und picken, was sie finden. Da ist es wieder. Komm. Ja, da sind wir. Jo. Sally, komm zu uns, Arne. Rotschwänzli ist jetzt zu einem heimischen Bewohner geworden. Und wir sehen sie jeden Tag hier im Garten. Wir sind noch nicht ganz sicher, wo das Nest ist. Wahrscheinlich hier im Busch. Wir werden es bald erfahren. Da sitzt das Rotschwänzli. Ein klein wenig unsicher. Du bist Nachbars im Dachgang, gibt's das morgendliche Bad. Ja, jetzt sind wir wieder sauber. Ist beliebt, nicht nur beim Rotschwänzli, auch bei den Spatzen. Und solange es noch ein klein wenig Wasser drin hat, schwadern sie da drin, haben Spass und reinigen ihr Fell. Jetzt Konkurrenz. Ein Spatz kommt und vertreibt unser Rotschwänzli. Wenn es dann heißer wird am Nachmittag, füllt sich das Thermalbad mehr und mehr. Im Moment sind gerade die Spatzen dran, sich da zu laben.